Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog von uns. Wir sind zurück. Lange Zeit kam echt hier nichts und ich glaube, das war auch mit so die längste Pause, die ich je gemacht habe. Gerade die, die mir nur hier folgen, nicht auf Instagram, wussten natürlich jetzt so gar nicht, was los ist. Also sorry dafür, dass ihr irgendwie, ja, euch eventuell auch Gedanken gemacht habt, ob irgendwas ist. Wir sind jetzt zurück und kurz und knapp erzählt, warum wir hier offline waren. Wir werden die Kinder in Zukunft jetzt wirklich nicht mehr zeigen. Wir hatten es ja schon mal so eine Phase, hatten dann überlegt, okay, wie können wir es machen, dass es für uns irgendwie trotzdem passt, irgendwie weniger zeigen. Ich meine, was wir zeigen, da haben wir sowieso drauf geachtet, aber ja, wir haben uns jetzt einfach dafür entschlossen, dass wir sie halt komplett rausnehmen. Natürlich hier als auch bei Instagram. Und ja, da musste ich halt erstmal so für mich gucken, wie will ich mit den Videos weitermachen. In der Vergangenheit hatte ich es dann ja so gemacht, dass ich einfach so gefilmt hatte vom Kamerawinkel her, dass sie einfach nicht drauf waren. Das Problem ist dann nur, dann habe ich keine Erinnerung für mich, weil ich dann ja überall nur die Videoausschnitte habe, wo die Köpfe abgeschnitten sind oder ich sie nur von hinten filme. Und das wollte ich halt nicht. Das heißt, ja, für die Zukunft kam es für mich nur in Frage, dass ich die Vlogs zensiere. Das Problem, mein Schnittprogramm ist dafür nicht geeignet. Das neue Schnittprogramm ist nicht mit meinem Laptop kompatibel gewesen. Also musste ich mir jetzt erstmal einen neuen Laptop zulegen und mir das Schnittprogramm runterladen. Und ja, beides habe ich jetzt da. Und von daher starte ich jetzt mal wieder so langsam mit dem Vloggen und hoffe, ich habe es nicht ganz verlernt. Ja, ich musste jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Oder wird mir wahrscheinlich heute den Tag über auch so gehen. Ja, aber ich hoffe, ihr freut euch und ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt nicht mehr mit dabei sind, weil die Kinder nicht gezeigt werden. Das war beim letzten Mal auch schon so. Aber gut, darauf kann ich dann ja auch verzichten. Ihr kriegt ja trotzdem alles aus unserem Alltag zu sehen. Aber ich werde halt die Mäuse einfach zensieren, weil wir uns damit auf jeden Fall besser fühlen. Und auf Instagram habe ich es jetzt ja schon seit ja, 2,5 Monaten läuft es jetzt so und da stört es jetzt eigentlich auch niemanden. Also es ist natürlich vereinzelt, sind es immer welche, aber es ist ja unsere Entscheidung. Also das dazu. Jetzt starten wir mal mit dem Vlog so richtig. Ich nehme euch wieder mit durch unseren Tag. Mila ist jetzt gerade eben aufgewacht, Jari schläft noch. Gleich steht dann also hier ein bisschen Frühstück an, vorbereiten für die Kita, umziehen. Ganz normaler Alltag eben. Genau, und ich nehme euch einfach mit, so wie immer. Ich muss schon mal eben direkt die Kaffeemaschine hier vorheizen. Und dann werde ich jetzt mit Mila nach oben gehen, einem umziehen, ne Schatzi? Und danach mal gucken, wird bestimmt Jari auch wach sein. Und ich wache die immer beide Zeit gleich auf. Und ja, Milas Frühstück für die Kita habe ich schon fast fertig soweit. Wahrscheinlich möchtest du gleich auch noch was frühstücken, ne? Ja, vorher ein Frühstück kann ich doch Nagellack machen. Dann können die schneller trocknen. Ja, Mila möchte Nagellack drauf haben. Wir gucken gleich mal jetzt eben schnell umziehen. Wenn wir es geschafft haben und für das Frühstück, dann kann ich dir auch noch deine Nägel lackieren. Okay? Hallo, wir sind's. Wir sind die zwei Mädels, ne? Hallo. Hallo, wir sind's. So, drehst dich einmal um, Mila. Mila schon umgezogen. Einmal noch Haare machen. Drehen. So, einmal hier. Haarstudio, Mama. Wobei ich ja jetzt hier nichts Wildes mache, ne? Einfach Zopf. Willst du mir erzählen, wo wir heute Nachmittag hinfahren? Leos Abenteuerland, weil da ist auch ein riesen Vulkan. Und das wollte schon immer hinfahren, aber dann war ein Virus und wir konnten nicht hinfahren, aber das hat schon länger auf. Genau, wir fanden es Abenteuer. Wir wussten das ja und wir wussten nicht, dass da dass die anderen Kinder schon da sind. Wir dachten. Ja, wir fahren ins Abenteuerland. Genau, wir waren mal in Leos. Leos ist Überseestadt. Und im Abenteuerland, ich weiß gar nicht, ob Leos einfach nur Leos heißt oder Leos Abenteuerland. Auf jeden Fall fahren wir in einen Indoor-Spielplatz heute, ne? Und aber ich meine noch das Leo, wo wir nur einmal waren. Genau, da waren wir auch nur einmal. Okay. Dann ist das glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall ein großer Indoor-Spielplatz. Da fahren wir heute Nachmittag hin. Wird für Jari jetzt auch so das erste Mal sein. Waren echt und, so seit und da ist sogar ein Dach, weil da kann man nur mit Socken laufen, sonst werden die Socken dreckig und nass. Genau, das ist überdacht. Ne? Es ist drin. Alles, ja.
Und Mama glaubt, das kann man so mit Socken, mit Autos oder so, so. Wir werden das alles mal erkunden. Ne? Säcke oder so, Rollbretter runterrutschen oder was. Glaube ich nicht. So, fertig. Autschi. Könnt ihr euch so richtig schön auspowern mit Yari. Das ist echt so anderthalb Jahre her, dass wir zuletzt ja, in einem Indoor-Spielplatz waren. Und Mila hat sich echt die ganze Zeit jetzt immer so drauf gefreut. Wir sind jetzt so zweit. Papa ist dabei und ich. Wir können immer einer Yari hinterherjagen und der andere mit dir rumflitzen. Mila wollte... Mama, kannst du mir vielleicht erzählen, was ich haben will? Such dir mal Farbe aus. Katzi findet schwarz. Schwarz? Nagellack? Nein, nie, Mila. Kein schwarzen Nagellack. Nimm mal irgendwas Farbenfrohes. Und orange. Und diese. Ja? Okay. Warte, noch eine einzige Farbe. Gut. Sonst nimm noch eine, dann hast du für jeden Finger eine andere Farbe. Dann hast du fünf Farben, für jeden Finger eine andere. Ich glaube, ich nehme mal diese hier. Ja? Aber die hatten auch einen Deckel. Ich dachte, an der Seite wäre der Deckel. Mila ist jetzt schon mal hier auf ein bisschen die Nase Müsli. Stellen. Auf die Nase, auf die Nase. Schön. Das Porridge für Yari habe ich jetzt auch gerade angestellt. Ich mache immer so ein Blitzporridge, also einfach ein bisschen Haferflockenmilch, dann so 2 Minuten in die Mikrowelle. Und dann kommt gleich noch eine zerdrückte Banane dazu. Und das isst er richtig, richtig gern. Also isst er auch komplett auf. Oh, mit einer Hand ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig. Doch, es geht noch. Zack. Die mache ich gleich, aber ich glaube, er ist auch wach. Dann hole ich ihn jetzt nämlich mal eben aus dem Bett. Ja, er ist wach. Guten Morgen. Guten Morgen. Versuchst du die Decke hier durchzustapfen? Ja? Soll die raus? So? Besser? Guten Morgen. Ich hole dich raus. Da bist du. Ja, und Mama ist da auch. Großer. Ja, ihr versucht jetzt immer mehr zu sagen, zu sprechen. Ja. Das war nicht so schön, ne? Läufst du schon mal nach unten zu Mila? Gib für dich jetzt auch gleich Frühstück. Ich mach mal eben. Ich mach mal eben hier alle Fenster auf. Einmal lüften. Da auch aufmachen das Fenster. Hier ist übrigens ein Luftbett, weil die letzten Nächte oder in letzter Zeit Jahresnächte auf einem ganz anderen Level sind. Und ich habe gerade, ich probiere es mal aus, wenn er nachts unruhig ist, ob ich mich mit ihm hier hinlegen kann. Das hat eine Nacht auch richtig gut funktioniert und seitdem sind die Nächte nicht so, dass ich es nutzen müsste, aber wir haben es jetzt nochmal, Licht rein, nochmal jetzt hier so stehen lassen und für die Kinder, die freuen sich, da können sie drauf rumhüpfen. Aber deswegen steht es jetzt hier gerade noch. Aufräumen, das machen wir nachher. Licht noch mal im Ausmachen lassen. Und dann können wir runter. Guck mal, kannst du schon mal den Löffel mitnehmen? Nimmst du ihn schon mit? Mama, ja? Mama, ja, ich nehme dein Frühstück mit. Mal eben gucken, ob das schon soweit ausgekühlt ist. Auch schon frühstücken ist abgekühlt. Noch sitzt er aber nicht. Na, guck mal, du musst dich richtig reinsetzen, Yari. Ja, klar. Mit dem Löffel? Ja, Mama, ohne Löffel, genau. Komm mal den Arm. Zack, einen Arm. Mama. Das ist die Reihenfolge, die ist aus Gesundheit. Mama, erstmal die, guck. Erstmal diese, Mama.
Ja. Dann die. Okay. Das hier ist die Reihenfolge, die Mila sich jetzt beim Nagellack ausgesucht hat. Finde ich, sieht sehr gut aus. Also fangen wir hier sozusagen mit dem kleinen Finger an und dann geht es hier Richtung Daumen. So, wenn man die Hand so hat. In der Reihenfolge. Nein. Oder so, wenn du jetzt deine Hand liegen hast, leg mal deine Hand richtig hin, dass wir hier mit dem Daumen anfangen und dann so weitermachen. Ja. Ja? Gut, dann machen wir das so. Warte, ich hexe es dir leicht. Auf geht's zur Kita hier mit Bibi Blocksberg im Hintergrund, ne? Bibi Blocksberg und das Dino-Ei. Ja, los geht's. Sagst du tschüss? Sagst du Mila tschüss? Mila hat gerade das nächste Freundschaftsbuch zum Reinschreiben bekommen. Ich finde das so süß. Mila hat mittlerweile auch eins. Wenn ich dran denke, zeige ich euch das gleich mal zu Hause. Werden wir danach nochmal machen oder heute Abend und dann kann sie es morgen direkt mitbringen. Aber ich finde das so eine süße Idee. Ja, so eine schöne Erinnerung einfach an die Kindergartenzeit. Kommst du her, Bruni? Na komm her. Los geht's. Ja, sie wartet schon draußen. Mal Leine ummachen und geht's los. Oh. Was ist das, Yari? Vogel? Oh. Jetzt gehen wir noch mal eben ein Stück weiter. Und wenn wir gleich zu Hause sind, wollte ich auf jeden Fall ein bisschen Haushalt machen. Mal gucken, wie das mit Yari heute klappt. Mal klappt es gut, mal weniger gut. Also mal schauen, was ich schaffe. Wollte so die obere Etage einmal mit dem Hühler machen. Einmal alles saugen, entstauben. Ja, mal gucken. Das hier ist übrigens Milas Freundebuch. Wir hatten bei Amazon gestöbert und gestöbert und am Ende haben wir uns für dieses entschieden, weil das, finde ich, ganz niedlich von den Seiten aufgebaut ist. Und Mila war es wichtig, dass vorne auf dem Cover irgendwas glänzt, glitzert oder irgendwas. Und mit Einhörnern ist ja sowieso super gut. Ich zeige euch mal, wie das von innen aufgebaut ist. Muss ich mal eben gucken, dass ich jetzt hier keine Seite aufschlage, wo die Kinder schon reingeschrieben haben. So sieht das aus. Also Foto wird reingemacht, dann halt nochmal Name und so ein paar Standardfragen. Aber ich fand das eben toll, dass hier nochmal steht, ich bin. Und dann können sie ankreuzen, fröhlich, kreativ, aktiv, mit Fingerabdruck. Und so alt bin ich denn so. Viele Kreise müssen sie ausmalen. Hier können sie noch sowas eintragen oder reinmalen. Und die Augenfarbe und so weiter. Also fand ich ganz niedlich und kreativ und ja, ich glaube, es haben jetzt schon so 3, 4 Kinder reingeschrieben und Mila ist richtig stolz drauf. Ja, die Tüte hier gerade durch die ganzen Räume und ich mache jetzt mal eben den Hühnerstall klar. Eben Wasser reinfüllen und dann kann ich, glaube ich, bei uns eben im Schlafzimmer an, eben einmal saugen und entstauben. Tiefenreinigung der Matratzen, also das Absaugen der Matratzen mache ich dann meistens immer, wenn ich das Bett beziehe. Das haben wir gerade erst gemacht, deswegen heute einfach nur ganz normal saugen und stauben. Mach noch ein paar Tropfen hier für den Duft mit rein. Das ist ja variabel, ob man das machen will. So. Thank you.
Jari hilft ja auch ein bisschen mit. Ansonsten ist Milas Zimmer jetzt einmal komplett entstaubt und gesaugt. Es sieht jetzt gerade richtig schön aufgeräumt aus. Also klar, ein paar Sachen stehen rum, weil Jari wuselt ja hier auch durch. Aber ja, so sieht es doch wieder richtig schön aus. Vor allem der Teppich sieht danach immer so richtig toll aus. Na, Jari lasse ich mal hier mit der Bürste ein bisschen machen und gehe direkt ins nächste Zimmer weiter. Der. Dann musst du flitzen. So. Oben bin ich auch komplett durch. Unten saugwische ich jetzt nochmal eben fix und entstaube das, was es so zu entstauben gibt. Und dann bin ich durch. Und dann brauche ich einfach noch Zeit, hier eben nochmal richtig schön was zu spielen. Und dann werde ich schon mal langsam danach Essen vorbereiten. Ich habe es jetzt für die Nacht 10, also sind gut in der Zeit. Mama! Mama! Ja, mach mal zu. So, wollen wir loslegen, Jari. Vor allem wir. Da willst du wieder reinpacken in den Spielzeugsack? Ja, dann packen wir die Fernbedienung da wieder in den Spielzeugsack. Und dann geht's für dich ins Bett. Mittagsschlaf, schmeiß rein. Knapp daneben ist auch vorbei. Das macht Mama gleich. Ist nicht schlimm. So, genau. Kuschel dich schon mal ein. Geht's jetzt erstmal nach oben, ne? Bisschen schlummern. Damit du nachher auch richtig schön fit bist, wenn es an den Indoor-Spielplatz geht. Musst du ja richtig schön ausgeschlafen sein. Wir sind angekommen, Mila. Hi. Rausrollen? Mila ist völlig reizüberflutet. Die ist völlig begeistert. Möchtest du auch mit das Trampolin? Ja, komm. Gehen wir da mal hin. Richtig schön gemacht. Wir waren ja schon mal hier, aber die haben einiges neu gemacht. Draußen haben sie jetzt auch noch einen Bereich, mega cool, das hatten sie nämlich das letzte Mal auch nicht. So. Schnell weiter. Er schleppt jetzt schon seit 5 Minuten dieses Wägelchen mit sich mit. Das hier ist auf jeden Fall neu und das hier auch, richtig krass. Und der Bereich für die Kleinen, mega cool, da waren wir eben schon. Und er schiebt weiter. Guck mal, da kommen Mila und Papa. Oh, jetzt aufs große Dreirad mal. Guck mal, Jari, sonst das Auto. Nee, der Wagen hat es ihm angetan. Voll das Paradies hier für Kinder, ey. So cool. Mega. Ja, das ist kein Baum, Jari. Guck mal, kann man drehen. Kannst du drehen?
Was sagst du, Papa? Thumbs up. Wir machen hier jetzt eben eine kurze Pause. Gibt's Slushy. Sehr lecker. Ihr meint schon, dass wir mit nach Hause nehmen. Auch mal eine Portion. Kirschcola. Mila, die rennt nonstop. Die müssen wir echt zu den Pausen zwingen. Aber hier ist jetzt gerade auch so eine andere Attraktion hier, hat noch jetzt gerade aufgemacht hier. Wo sich halt dieses Rad so dreht und da stürmen gerade alle Kinder drauf. Sehr lecker. Ja, ne? Ist echt richtig gut. Und Yari trinkt und ist auch fleißig. Der hat ja auch den Spaß seines Lebens. Na Yari, ob wir hier noch wieder rausfinden? Da lang? Ja, dann los. Kommst du rüber? Mama? Ja? Ach, muss ich dich tragen? Mal hier zusammen den Weg rausbahnen, Yari. Hier lang? Und wo müssen wir jetzt lang? Wo jetzt lang? Da? Ich weiß nicht. Oder hier lang? Oder da zurück? Wir gehen mal hier zurück. Hier rüber? Da lang? Hier einmal dran vorbei. Schwupps. Und dann gehen wir hier irgendwo wieder runter. Wir haben gerade noch Essen bestellt. Wir warten jetzt drauf. Mila ist hier noch im Bällebad. Ja, sie dreht hier noch ein paar Runden. Ja, komm, ja. Setz dich mit Papa hier. Das bricht doch. Das bricht doch gleich. Wir sitzen jetzt alle wieder im Auto. Sind, glaube ich, alle gut kaputt und ausgepowert wieder, weil wir den Kindern hinterher gerannt sind. Und die Kinder haben echt hier Vollgas gegeben. Düsen jetzt wieder nach Hause und dann direkt Kinder fertig machen. Und ab ins Bett. Also, wenn die Product nicht schlafen. Placement. Ja, weiß ich auch nicht. Wir haben es jetzt nämlich auch schon kurz vor 6. Von daher beende ich den Vlog auch an dieser Stelle. Hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem ersten Vlog seit Wochen. Und ja, ich beende mal den Vlog. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.